90er Jahren zu zeigen und im Dialog sozusagen mit den neuesten Arbeiten. Und wenn Sie in den rückwärtigen Raum gehen oder in den Raum da hinten, es ist ein wunderbarer Raum geworden und ich bin ganz stolz darauf, dass wir das immer wieder von dir erbeten haben. Sonst sag du alles zur Reunion. Brigitte hat sich bereit erklärt, in diesem System zu folgen, als Künstlerin selbst zu reden, zu sprechen. Ich bedanke mich schon bei dir und ich bedanke mich auch bei Christian Eisenberger und ich glaube, es ist wunderbar, dass wir jetzt die Künstlerin selbst hören. Ich bedanke mich. Ja, schönen guten Abend. Die Ursula hat schon angesprochen, der Titel bezieht sich darauf, dass wir, Ursula war meine erste Galeristin, also die erste Galeristin, bei der ich zusammen mit Franz Graf die erste Einzelausstellung hatte. Das war 1980 in Innsbruck. Und wir haben dann bis Mitte der 90er Jahre zusammengearbeitet, haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt wieder getroffen und ich bin sehr, sehr glücklich darüber und möchte dir nochmal danken und es ist wirklich sehr wichtig, dass sie mich begleitet zur Biennale. Jetzt bin ich gerührt, aber ich werde mich gleich wieder fassen. Reunion, also einerseits unsere Zusammenarbeit, zum Zweiten ist es die Werkgruppe der Cables, wie ich sie nenne, das ist dieser Raum. Das ist die allerneueste Werkgruppe, die sich mit Daten beschäftigt, mit wichtigen Daten, die die Europäische Union betreffen. Es geht hier um den virtuellen Raum, um den Netzraum und Sie sehen an der Rückseite Morsecodes, die schreiben jeweils ein Datum. Diese Arbeit zum Beispiel ist der Fall der Berliner Mauer, der Friedensnobelpreis, den die Europäische Union bekommen hat und so weiter. Ich beschäftige mich jetzt im letzten Jahr deshalb so intensiv damit, weil eben sehr viele politische Ereignisse sozusagen in die Gegenrichtung weisen und ich finde, dass es wirklich wichtig ist, da mal wieder innezuhalten und an die Visionen und die Utopien zu denken. Der nächste Raum ist ein Raum, der an eine ältere Werkgruppe anschließt. Das sind die Handschriften, wo es darum geht, sozusagen mit Licht und verschieden beschichteten Spiegeln virtuelle Räume zu erzeugen, was hier ja auch der Fall ist, aber wo konkrete Begriffe, die sich auf Licht bzw. auf die Situation des Betrachtens beziehen, eingesetzt werden. Es ist sozusagen ein Spiel zwischen realen und konkreten Raum, an dem wir selbst beteiligt sind, in dem wir uns selbst immer wieder finden. Dann kommt wieder eine große Arbeit, das ist wieder ein Cable, also das ist diese Werkgruppe. Und dann kommt der letzte Raum, auf den Ursula bestanden hat. Das ist eine Werkgruppe aus den 90er Jahren. Hier hat die Auseinandersetzung mit dem Morsecode begonnen und die zweite Schiene ist eine Fortführung sozusagen der Auseinandersetzung der neuen Medien mit Malerei. Inwiefern können neue Medien